Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu neuer, lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dieser Satz aus dem ersten Petrusbrief steht über diesem Sonntag, über dieser Woche. Wiedergeboren. Der Sonntag heißt quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kindlein. Ein Neuanfang wird uns geschenkt, ganz neu. Dieser Sonntag wird auch Weißer Sonntag genannt, weil die Täuflinge neu in die Gemeinde aufgenommen, in weißen Kleidern in die Kirche kamen. Die Farbe Weiß, sie ist eine Farbe des Lichtes, des Lebens, ursprünglich aber die Farbe der Trauer. Jesus wurde in weiße Tücher gewickelt ins Grab gelegt. Die weißen Tücher, sie sind uns ein Zeichen der Hoffnung, denn der Tod ist überwunden. Aus dem Tod wird Leben. So feiern wir fröhlich, lebendig Gottesdienst. Amen. Auch auf mein Herz mit Freude, nimm wahr, was heut geschieht, wie auch so großem Leid. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen, wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet und mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Das ist mir anzuschauen, ein echtes Freudenspiel. Nun soll mir nicht mehr grauen vor allem, was mir will. Entnehmen meinen zusammen dem edlen Mut, so mir durch Jesus Christ aus Liebe erworben ist.
Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Halleluja. Steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen:
wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand an seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Glaube nur, was ich sehen kann. Diesen Satz höre ich ganz oft in Gesprächen. Und wenn ich dann freundlich lächelnd anbiete, dann fass doch mal in die Steckdose. Strom kann man nicht sehen, der wird dich schon nicht schaden. Dann kommt meistens ein Kopfschütteln und so meine ich das ja nicht. Ich glaube nur, was beweisbar ist. Und dann frage ich oft zurück: Wie ist das mit der Liebe? Hat dir schon jemand bewiesen,
dass er dich wirklich mit warmem, aufrichtigem Herzen durch und durch liebt? Und konntest du es schon mal jemandem beweisen? Meistens folgt darauf ein langes Nachdenken. Was gibt uns denn wirklich Sicherheit im Leben? Wir wollen gern Beweise haben. Und wir wissen zum einen, wie schnell sich Beweise fälschen lassen. Den Computer hochfahren, mit Photoshop ein Bild bearbeiten und schon haben wir das perfekte Beweisfoto. Nachrichtensendungen, Internetportale, die merkwürdige Nachrichten verbreiten. Worauf können wir denn vertrauen und wann lassen wir uns über den Tisch ziehen? Es ist gut, dass wir lernen, immer wieder aufs Neue lernen, kritisch nachzufragen, unseren Verstand zu benutzen. Thomas, genannt der Zwilling, ich kann es nicht glauben, dass da einer von den Toten auferstanden ist. Wie recht hat er? Das ist doch noch nie geschehen. Wie soll es jetzt geschehen sein? Es ist gut, dass Thomas zweifelt. Der Zweifel, er ist der kleine Bruder des Glaubens. Zweifel, ein Hin- und Herschwanken, worauf kann ich dann vertrauen, die Suche nach Sicherheit und die Unentschiedenheit erst einmal auszuhalten. Das ist ein wichtiger Schritt, um dann zum Vertrauen zu kommen. Wenn wir unsere Zweifel nicht zu Worte kommen lassen, dann können wir auch nicht zum Vertrauen kommen. Dann ist das Glauben, das wir dann erlangen, nämlich nur die Furcht vor dem Aussprechen des Zweifels. Aber Gott ist stärker als alle Zweifel. Darum können wir, darum dürfen wir, ja darum müssen wir unsere Zweifel aussprechen. Thomas spricht es aus. Ich kann dem nicht vertrauen. Seine Gefährten, seine Brüder sehen ihn peinlich berührt an und kriegen einen Schreck, als ein paar Tage später dann Jesus tatsächlich kommt und Thomas darauf anspricht. Für Jesus ist es kein Problem. Der Auferstandene sieht Thomas liebevoll an und er gibt ihm den Beweis, den Thomas fordert. Wir, Nachgeborene, wir können nicht die Hand in die Wunde legen und selber spüren. Wir sind darauf angewiesen, dass da einer so mutig war, so mutig zu fragen und nachzubohren. So gibt er uns ein Stück mehr Gewissheit. Aber ist das ein Beweis? Glauben heißt Vertrauen. Zu diesem Vertrauen müssen wir uns immer durchringen. Und dieses Vertrauen ist am Ende immer ein Geschenk. Kein Beweis wird uns dahin bringen, dass wir wirklich vertrauen. Ein Beweis kann unser Denken beflügeln, aber er gibt uns noch lange keine innere Sicherheit. Selig sind, die glauben, auch wenn sie nicht sehen, sagt Jesus. Wie gut, wie glücklich die Menschen, die ohne Zweifel oder wenigstens ohne Verzweiflung durchs Leben kommen. Aber uns alle, die wir Zweifel kennen, uns trägt die Gewissheit, Gott nimmt uns an. Er beantwortet unsere quälenden Fragen. Wir lernen miteinander, wir lernen durch Gottes Geist das Vertrauen. Immer wieder aufs Neue. Denn Gott geht unsere Wege mit. Unsere Wege auch durch dunkle Täler, auch durch Unsicherheit und Zweifel. Ich glaube nur, was ich sehe. Nein, andersherum. Ich sehe das, worauf ich vertraue. Weil ich auf die Botschaft der Auferstehung vertraue, darum sehe ich das offene Grab. Darum sehe ich die Lebendigkeit, die stärker als der Tod ist. Darum sehe ich Hoffnung, auch da, wo viele nur Verzweiflung sehen. Wer glaubt, sieht mehr.
Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie stumme Sprachen. Durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Lasst uns beten. Gott, du schenkst uns immer wieder neue Anfänge. Wir bitten dich für alle Menschen, die vor neuen Wegen stehen, deren Zukunft ungewiss ist, dass du sie begleitest und behütest. Wir bitten dich für alle, deren Herz voller Zweifel ist, dass du ihnen Gewissheit schenkst, Sicherheit für ihren Weg. Wir bitten dich für alle, die traurig sind, für alle, die ängstlich sind, für alle, die Schmerzen haben, dass du bei ihnen bist mit deinem lebendigen Trost. Wir bitten dich für uns alle, lass uns deine Nähe spüren, lass uns die Gewissheit geben, dass du uns durch unser Leben trägst und darüber hinaus. Gemeinsam sprechen wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke